Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt den Vortrag über Grundlagen der Antibiotikatherapie halten darf. Mein Name ist Wolfgang Krüger, ich bin Chefarzt für Anästhesie am Klinikum Konstanz. Was erwartet Sie jetzt genau in diesem Vortrag? Zum einen allgemeine Überlegungen zur Antibiotikatherapie. Dabei geht es um einen zeitnahen Beginn, aber auch ein baldiges Beenden der Therapie, um den Selektionsdruck so niedrig wie möglich zu halten. Wir wollen uns auf die relevanten Erreger konzentrieren und sehen uns gemeinsam an, welche Erreger sind für welche Infektion relevant oder welche Erreger sind irrelevant, auch wenn sie nachgewiesen werden. Wir sehen uns an, welche Bedeutung die Kombinationstherapie hat und welche Bedeutung die bakteriziden oder bakteriostatischen Antibiotika haben. Ein wichtiger Punkt ist das Antibiotic Stewardship, was ich versuche für Sie zumindest zu skizzieren. Ich werde Sie auf aktuelle Leitlinien verweisen und dabei auch darauf eingehen, wo sich die Leitlinien teilweise etwas unterscheiden. Dann möchte ich mit Ihnen exemplarisch verschiedene Infektionen durchgehen, die Sie auf der Intensivstation alle kennen und sehen werden, und werde mit Ihnen die empirischen Therapiemöglichkeiten diskutieren. Und schließlich möchte ich Ihnen noch etwas sagen zu Candida als Infektionserreger. Es geht also nicht nur darum, irgendein Antibiotikum zu geben, sondern es geht darum, all diese Faktoren wirklich mit zu berücksichtigen. Und dazu brauchen wir tatsächlich die Unterstützung von einem ABS, einem Antibiotic Stewardship Committee, das uns vor Ort unterstützt. Eine weitere wichtige Leitlinie, die ich Ihnen ans Herz legen möchte und aus der nun viele Empfehlungen kommen, ist die Leitlinie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft. Welche Rolle spielt nun eigentlich die Kombinationstherapie? Wir haben sie eben ja schon angesprochen bei der schweren Pneumonie. Dazu gibt es eine ganz interessante Meta-Analyse. Sinnvoll ist es immer, Antibiotika zu kombinieren, die einen unterschiedlichen Wirkmechanismus haben. Zum Beispiel hemmen Beta-Lactame, also die Penicilline, Cephalosporine, Carbapeneme und das Monobactam Aztreonam, die Zellwandbiosynthese. Die Problematik von Pilzinfektionen ist immer, dass sie halt natürlicherweise die Schleimhäute kolonisieren und wir uns schwer tun, oft in der Unterscheidung zwischen Kolonisation oder Infektion. Bei den Echinokandinen haben wir das Anidula-Fungin, das Caspofungin oder das Mica-Fungin zur Auswahl. Was machen wir nun, wenn Candida bei einer Peritonitis nachgewiesen wird? Hier verlassen uns, wie gesagt, die meisten Leitlinien, weil es eben so wenig Daten darüber gibt. Urosepsis sind häufige Erreger, die wir auch im Darm haben, nämlich den E. coli, Proteus und andere Enterobacterales. Wir müssen aber auch an den Pseudomonas denken. Bei einer ambulant erworbenen Urosepsis können wir Cefotaxim einsetzen.